Hallo. Hallo, Swadikab. Swadikab. So, wir sind jetzt angekommen, Elephant Jungle Sanctuary. So, jetzt gehen wir mal zum Elefant. Ich hab leider nichts. Das stört doch keinen, also. Ist ja kein Problem, oder? Ja. Ein weiterer Tag in Thailand, Leute. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute machen wir einen Ausflug in den Elefantenpark. Und da bin ich jetzt schon mal echt gespannt. Bleibt gerne bis zum Ende des Videos dran. Und los geht's. Bevor wir losgehen, möchte ich mich noch bei allen neuen Kanalmitgliedern bedanken, beziehungsweise bei allen. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe mir jetzt auch überlegt, dass für die Kanalmitglieder die Videos immer früher ersichtlich sind. Ein, zwei Tage könnt ihr die als Kanalmitglied vorher angucken. Ich bin dankbar über jedes neue Kanalmitglied. Ja, ihr bekommt auch so ein schönes Abzeichen in den Kommentaren. Schaut mal in die Kommentare, es sind schon einige dabei. Ich bin richtig stolz auf mich. Ich war heute schon über eine Stunde im Pool schwimmen. Das Ziel ist es hier nämlich, die Form zu halten und nicht wieder so zuzunehmen wie letztes Mal in Thailand. Hallo. Hallo, Swadikab. Swadikab. So, wir sind angekommen. Warum sehe ich denn da nichts? Ist das so dunkel bei dir oder? Nö, ich sehe alles. Ich sehe gar nichts, wenn ich die Sonnenbrille auf habe. Okay. Thank you. Bye bye. So, wir sind jetzt angekommen. Elephant Jungle Sanctuary. Wir haben jetzt 25 Euro Eintritt gezahlt und können jetzt eine Stunde lang Elefanten füttern und streicheln und Fotos machen. Das ist das Elephant Café. So, Leon, was ist jetzt der Plan? Wir müssen warten, ne? Wir warten jetzt auf Basti. Ja. Und dann warten wir darauf, dass hier die Führung losgeht. Ja. Und dann streicheln wir und füttern wir Elefanten. Sehr schön. Und ja, ich probiere jetzt hier mal ein Schwäbes Blueberry Lemon Soda Zero Sugar. Ist okay. Kann man trinken, aber haut mich jetzt irgendwie nicht um. Fällt dir auch der Zucker? Scheiß auf Zucker. Aspartam for life. Aber ist das nicht krebserregend? In den Mengen nicht. Da müsste man 20 Liter am Tag trinken. 20 Liter Cola Zero, dann wäre es erst schädlich. Und wenn ich 20 Liter in der Woche trinke, ist okay. Was ist schädlich? Ich weiß es nicht, ich bin kein Arzt, aber ich denke, es ist nicht so schlimm. Auf so eine Aussage muss man sich jetzt verlassen. Ich denke mal, es ist nicht so schlimm. Nö, das ist keine Garantie. Aber es ist besser, wenn man, es ist besser, wenn man mit zuckerfreien Getränken abnehmen kann, weil Übergewicht ist mit Sicherheit deutlich schädlicher, als Aspartam zu trinken. Hier sind auf jeden Fall schon mal ganz viele Bananen für die Elefanten. Die sehen auch ganz anders aus. Schau mal, wie klein die sind. Ich weiß auch, wir haben ja welche mal probiert, das letzte Mal in Thailand. Ja. Die haben 10-mal besser geschmeckt als in Deutschland. Ist so, die schmecken viel süßer. Es ist, glaube ich, auch unnatürlich, dass die so riesig sind in Deutschland. Ne? Ja, und immer so schön sind, so schön gelb. Genau, ja. Hier. Das sind schon die ersten Elefanten. Scary or afraid? You must be a man. Okay? Yes, good. Okay, okay. Rule number 2. Back to rule number 1. Okay. Okay. Don't be scary. Back to number 1. Okay, good, thank you. Be here for my friend. Okay, everybody, easy, okay? The elephant here, we rescue them, okay? Yeah, that you have to know. First, please do not play with the food. Why you got food in your hand? Oh, hier sind ja schon Wassermelonen. Just feed them. Do not do like poop, 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 poop. Otherwise they get mad, they upset. Definitely not happy, not good with you guys, okay? Yeah, respect elephant, no running. If you run, elephant thinks something wrong. They might run follow you. We can go?
can go. So, dann voll krass, wie die das greifen. Geben wir den Elefanten mal ein bisschen was zu essen. So, jetzt gehen wir mal zum Elefant. Ich weiß nicht, ob das der Benjamin ist. Ich glaube, der ist schon ziemlich alt. Ein Feini. Gibt's den kleinen Finger, den die ganze Hand. Der hat hier ganz viel zu fressen. Nein, machst du das? Ich hab leider nichts. Ich bin leer. Ich hab leider nichts. Ich glaube, der will nichts mehr. Der hat doch keinen Hunger, oder? Der will was. Der will was. Obwohl er hat. Geh mal hin und gib ihm was. Geh langsam. Der hat mir aber Angst gemacht, weil der. Ja, der kommt zu nah ran. Boah, Alter, den sein Mund ist schon crazy, ey. Einfach Elefanten. Ja, der ist auch größer, ja. Ich werd nass hier. Der hat ganz schön Kohldampf, ey, der ist voll gierig. Hey Ken, show me? He show you, yes. Yeah. Why? So, wir sind jetzt hier wieder raus, trinken noch ein Getränk. Und ich weiß gar nicht, ob es den Elefanten gut geht, also in der freien Natur geht es denen mit Sicherheit besser. Irgendwie ist es schon auch ein bisschen traurig, das Ganze hier anzugucken. Wir wollten das mal ausprobieren. Also die Bewertungen haben alle gesagt, dass es denen hier angeblich sehr gut geht. Weiß ich jetzt nicht. Was denkt ihr darüber? Meint ihr, denen geht es da gut? Boah, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Schwer zu sagen. Also ich bin mir ziemlich sicher, also ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, es geht auf jeden Fall in der Natur besser. Ja, mit Sicherheit. Das auf jeden Fall. Also, ob es ihnen aber richtig, richtig schlecht geht, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ja. Weiß es halt immer nicht. Also wenn es jetzt Elefanten sind, die irgendwie in der Natur nicht überlebt hätten, die gerettet wurden. Haben dann, sie ja gesagt, die wurden rescued. Ja, die dann, wurden gerescued. Das ist ja sogar eine gute Sache. Ja. Die wurden gerescued. Wurde auf jeden Fall gesagt, dass sie halt gerettet wurden. Ist halt die Frage, ob das auch so stimmt. Ja. Also, die können ja im Prinzip sagen, was sie wollen, aber ja, gerade bei Zoos und so bin ich immer ein bisschen. Weiß es nicht. Irgendwie tun sie einem leid, die Tiere dann. Ich wurde auf jeden Fall von dem Elefanten angegriffen. Die hat uns erklärt, dass der blind ist. Die Szene kommt jetzt. Die hat der Leon aufgenommen. Alter! Hast du das auf Kamera? Na klar. Alter, der hat ihn mal fast eine gescheuert. Empty. Absolut verrückt, ey. Ich hatte echt ein bisschen Adrenalin im Körper. Ein bisschen Angst dann danach. Die mag nicht, das Kätzler mag nicht. Die mag nicht. So, wir werden jetzt hier wieder mit voll dem fancy Bus abgeholt. Ich muss zumachen. Wieso riecht's hier nach Gras? So, wir sind jetzt hier im Central Phuket. Und ich will mir jetzt eine neue Hose und ein neues Hemd kaufen. Ne? Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber die Elefanten haben mich dreckig gemacht. Schauen wir mal, ob wir was Schönes finden. Hier sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Menschen. Das ist ein richtig großes Einkaufszentrum. Wir sind gerade mal im H&M. Und irgendwie hat das Hemd was. Ich finde, es sieht eigentlich ganz cool aus. Ich glaube, das nehme ich. Und die Hose noch ein weiter hochziehen, aber geht eigentlich auch klar. Dann noch das Hemd hier. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Das ist ganz cool. Ich glaube, das nehme ich auch. Und dann noch hier dieses Gestreifte. Das finde ich eigentlich auch nicht schlecht, aber das erinnert mich irgendwie bisschen an so einen Schiedsrichter. Ich weiß nicht, ich glaube, ich nehme das nicht. Aber eigentlich ist es ganz cool. Ich bin mir unsicher, ey. Ah, schwierig. Hä, was machst denn du? Ich zieh mich schnell um. Hier im Einkaufszentrum. Komplett
Ja, ist ja egal. Aber hier in der kompletten Öffentlichkeit hier. Das stört doch keinen, also. Ist ja kein Problem, oder? Ja. Und das Komischste ist ja daran, dass wir das Ganze filmen. Ja, finde ich jetzt nicht so komisch. Was man lernen muss, ist doch scheißegal, was andere denken. Wir sind jetzt in einem Steak-Restaurant und es gibt eine kleine Vorspeise. Bisschen Brokkoli, Tomaten, Mais, Kürbis, Tomate und Mozzarella. Ich bin auf den Kürbis gespannt, das ist irgendwie asiatischer Kürbis. Das sind Eier. Das sind Eier? Ja. Kleine Eier. Wir dachten, das ist Mozzarella, das sieht aus wie so Mozzarella-Kugeln. Krass, das sind echt Eier. So, neuer Teller, Runde 2. So, das Steak ist jetzt da, das brät hier noch. Hier ist auch noch so ein heißer Stein. Sieht richtig, richtig lecker aus. Geil, richtig geil. Ist das medium rare? Weiß ich nicht. Meins schmeckt gut. Vor allem mit der Butter noch an der Seite, ey. Voll geil. Leon, von 1 bis 10, wie war das Essen gerade? Das war eine, ich würde sagen, 7,8. 7,8? Ja. Ich würde sogar sagen, das ist eine 8. Bei ja, war, ich würde es jetzt nicht übertreiben, aber es war schon echt gut. Ich fand es saugut. Und was machen wir jetzt? Wir schauen nochmal, was wird. Sollten wir uns massieren, oder? Freilich. Wir sind jetzt hier gerade noch im Kameraladen. Hier gibt es lauter Objektive. Und der Basti, der kauft sich jetzt sogar ein neues. Für 700 irgendwas Euro. Ganz schön teuer. Haben wir Geld ausgegeben. Hier gibt es auch noch ein paar Drohnen. Ja, es ist auf jeden Fall 150 Euro billiger, sein neues Objektiv. Wie in Deutschland. Wir waren jetzt noch im Supersport und ich habe mir schnell eine Brille gekauft. So eine Schwimmbrille zum Schwimmen. Goggles. Eine Goggles. Ich habe ein Bisasam. Warte, ich hol das raus. Ich habe ein Bisasam. Und wie macht das Bisasam? Oh, das kann man echt sieht. Guck mal, der Basti hat eigentlich gewonnen, aber es geht nicht durch. Das soll ich jetzt noch einen kaufen oder? Eigentlich gewonnen, ich habe noch geht Coins. Nicht durch. Ich habe noch gib mir mal einen. Genau, du willst einfach nur runterstupsen. Strategie von diesen ja, da musst du ja nochmal genau, gewinnen. Du denkst, du ja! 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 Ja, schau her! Geil! Geil, ey, der hat gewonnen, wirklich gewonnen. Es ist kein Scam. Es ist kein Scam? Nein, es ist kein Scam. Spielt am Automaten. Oh! Einen habe ich noch. Ich will den blauen eigentlich. Ah, der ist schwerer. Ich glaube, der ist leichter. Obwohl, wie war denn deiner gelegen? Meiner war direkt so wie der rechts hinten. So war der gelegen. Komm! Oh, nein! Aber der war so verrückt. Raise me up the more than I can be. Voll gut. You raise me up to more than I can be. So Leute, wir sitzen jetzt hier in der Mall. Live-Musik, mega geil. Und an dieser Stelle möchte ich das Video jetzt auch beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bevor du das beendest, Leute, alle Kanalmitglieder, alle neuen Kanalmitglieder werden im nächsten Video erwähnt. Und ihr habt die Möglichkeit, die Videos schon früher anzusehen. Richtig. Also wenn du Bock hast, mich zu unterstützen, den Kanal zu unterstützen, wenn dir das gefällt, komm gerne ins Team. Schließen Kanalmitglied, aber ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo, dann verpasst ihr keine Videos mehr aus Thailand. Kommentiert gern, wie ihr das Video fandet. Und bis zum nächsten. Macht's gut. Ciao, ciao. Love your curves and